Der Tag der Liebe und der Bekundung dieser ist nicht mehr weit entfernt. Warum also nicht mal wieder einen freien Tag genießen mit einem Frühstück im Bett? Ist das nicht eine tolle Idee? Wie romantisch! Der Valentinstag steht vor der Tür, der Tag der Verliebten und derer, die es noch werden wollen. Und, ach sag mal Schatzi, sind wir eigentlich auch noch so richtig verliebt? Klar, ich könnte dir ja ein Zeichen bringen. Oh ja. Ein Zeichen meiner Liebe. Ah ja. Wie wär's damit? Let me be. Ja, ich würde sagen, wir beginnen den Tag mit einem wundervoll, liebevoll, romantisch angerichteten Valentinsfrühstück. Wie? War das jetzt eine Aufforderung an mich? Ja. Okay, lass es mich mal genau angucken, damit ich mir das merken kann. Obwohl, nö, ich gucke mir einfach das Video an. Genau, und dann warte ich am 14. auf mein Frühstück und ich hoffe, du bringst mir es dann ans Bett, weil es ist wirklich ganz schnell gemacht und mit viel Liebe versehen und Herzchen. Und dazu braucht ihr Folgendes. Eine Paprika, 2 Eier, ein bisschen Schnittlauch, eine Physalis, 2 Erdbeeren, ein bisschen Toast, Salz und Pfeffer, Butter, eine Rose, ein bisschen Speck und ein paar kleine Förmchen. Diese kleinen netten Förmchen hier, kennt ihr die? Damit kann man halt kleine Kuchenböden, Tortenböden backen und eine kleine Quiche Lorraine und ganz viele andere kleine niedliche Sachen. Und das zeige ich euch ja auch gleich, was wir damit jetzt anstellen. Denn ich bereite jetzt so ein bisschen alles vor und es geht ganz, ganz schnell. Und bevor der Liebste oder die Liebste aufwacht, sind wir schon fertig. I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day I've been craving. I don't wanna get you out of my system. No, cause I like the way it feels when you touch me. You got me good. You got me good. All I'm thinking about is when you come around. Cause you got me. Play the game just like a pro, didn't stand a chance. You took it all, yeah, you won by a landslide. Oh babe, left your trail mark on my cheek, now I'm all yours. Got me calling you up at night just to hear your voice. You got me good. You got me good. Yeah. All I'm thinking about is when you'll come around. Tell me your heart. Is it only me? Is it only me you've got on that car? Cause I need to know, baby. Yeah, I gotta know right now. Und voilà, fertig ist ein leckeres, liebevoll und romantisch angerichtetes Valentinstagfrühstück. Und wenn ihr das so eurem Liebsten oder eurer Liebsten ans Bett serviert, dann kann ja nichts schief gehen mit dem Valentinstag, oder? Ja, und es schaut doch wirklich sehr, sehr lecker aus mit dem Ei und dem Toastbrot mit den Herzchen und der Sekt und überhaupt, so muss es sein. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Und alle, die den Kanal schon abonniert haben, wir sehen uns ja immer mittwochs und am Sonntag. Und solltest du noch nicht dabei sein, dann abonnier doch hier gleich unten und aktivier auch das Glöckchen, dann verpasst auch du kein Rezept mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Wir sehen uns und ich genieße jetzt erstmal hier so ein kleines Schlückchen von dem Sekt. Ciao, ciao, eure Joanna.